Nach wie vor bei mir im Studio Manfred Csáka. Ja, ist natürlich eine bittere Sache. Man sagt immer, oder man versucht dann immer, das irgendwie der Mannschaft, der so etwas passiert, zu erklären. Ja, sowas gleicht sich ja aus im Laufe der Saison. Aber ich nehme an, das ist wahrscheinlich jetzt für Sturm nur ein schwacher, wenn überhaupt ein Trost. Ja, ich glaube, für diese Aktion gibt es überhaupt keinen Trost, denn es ist jetzt schon mühselig, dass wir Woche für Woche diskutieren über Abseitsentscheidungen. Ich mache den Assistenten überhaupt keinen Vorwurf, wenn es da geht um 10 cm. Aber heute ist es gegangen um 2 Meter mindestens. Und das muss er ganz einfach sehen und da muss er ganz einfach die Fahne heben. Und die Courage hat er nicht gehabt und das finde ich nicht okay. Schauen wir uns vielleicht gleich diese spielentscheidende Szene an. Aber zunächst noch zum Assistenten, den Manfred Csáka bereits angesprochen hat. Bernhard Zauner. Sein Name, er stand auch schon ganz kurz, wenngleich auch nicht wirklich von Bedeutung in der ersten Spielhälfte im Mittelpunkt, denn da ist seine Fahne in Bruch gegangen, er hat das Fahndl verloren, musste dann ausgetauscht werden, ja, und dann kam die 47. Minute, also bald einmal nach Wiederbeginn, diese Szene. Die wollen wir uns natürlich in aller Ruhe mit allen Facetten ansehen. Asimovic bringt den Ball rein. Dann wehrt Gratzei ab. Da sieht man natürlich noch nicht allzu viel, aber man sieht sofort die Proteste der Sturmspieler. Vor allem natürlich allen voran von Torhüter Gratzei. Ich glaube, die Australier können selber nicht fassen, dass das Tor gegeben worden ist. Hier sieht man schon besser. Und jetzt kommt nämlich der Ball eindeutig von Ort Lechner zu Roland Linz. Genau. Und hier sieht man es, der Roland Linz ist auf der Höhe vom Torhüter. Das sind 2 Meter vorm Ort Lechner und so ein Abseits nicht zu geben, das ist einfach unglaublich. Vielleicht hat der Assistent bei der neuen Fahne nicht das Knopfhaal gefunden, aber es müssen ja 4 Augen, also ist ja, der Schiedsrichter hat das auch nicht gesehen, wie gibt es denn das? Ja, ich sag, in dieser Situation ganz klar muss es der Assistent sein, denn er hat die gerade Linie zum Spielfeld gehabt, der Schiedsrichter ist in einer anderen Position gestanden, aber er muss zumindest nachfragen, ob er sich sicher ist, ob das wirklich kein Abseits war. Und das hat er hier nicht gemacht. Und man hat gesehen, die Spieler der Wiener Austria, die haben gelacht beim Torjubel. Ja. Denn sie konnten das selber nicht fassen, dass das Tor gegeben wurde. Und vor allem, vielleicht darf ich die Regie bitten, nochmals uns die Wiederholung, die letzte einzuspielen. Man sieht ja auch danach, Linz selbst, da dreht sich sofort zum Assistenten. Das ist ja eigentlich auch immer ein Zeichen, dass er selber weiß, hoppala, ich bin eigentlich im Abseits gestanden. Er hat gewusst, er war so eindeutig im Abseits, dass er sich noch einmal vergewissert hat. Aber wie gesagt, die Fahne ist nicht in die Höhe gekommen. Mhm. Hier sieht man es. Also, und man sieht auch den Assistenten hinten. Schon, der schaut er gleich, ja. Hier sieht man ihn noch einmal ganz genau. Er hat den geraden Blick auf das Spielfeld und so etwas nicht zu sehen, das ist für Sturm eine Katastrophe. Was sagen jetzt die Sturmspieler? Wir haben zunächst einmal Jakob Janscher vor dem Mikrofon von Andreas Felber. Sturm Graz hat 0:1 verloren durch ein Tor, das klar ist abseits war. Jakob, was geht da durch den Kopf eines Spielers, wenn man da jetzt steht und weiß, dass eigentlich fast alle Chancen auf die Europa League vorbei sind in der Meisterschaft? Ja, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber es ist natürlich scheiße für uns. Aber wie so oft in Wien ist es leider so, man wirst manchmal halt ein bisschen abgedrungen und das war der Fall heute. Der Treffer von der Austria absolut nicht korrekt. Ihr habt aber auch viele Chancen gehabt in der ersten Spielhälfte. Hätte man da vielleicht das ein oder andere reinmachen müssen, dann wäre diese Diskussion nicht so extrem jetzt geworden. Ja, sicherlich. Wir haben natürlich erst ein paar Chancen gehabt, haben ein bisschen Pech gehabt und einen Kinsey Stangenschuss. Aber ja, im Grunde genommen, glaube ich, war die Aktion spielentscheidend. Und ja, der Schiedsrichter hat das Spiel eigentlich entschieden zugunsten der Austria. Sie haben gesagt, immer wieder in Wien, speziell in Wien, solche Entscheidungen für die Vereine. Ja, und sie sind gegen Rapid schon oft sogar und jetzt gegen die Austria wieder das Gleiche. Von dem her, ja, müssen Sie die Schiedsrichter mal was überlegen, glaube ich. Danke. Ja, es hat zuletzt immer wieder geheißen, dass es auch für Rapid jetzt einige Pfiffe gegeben hat. Können Sie sich das vorstellen, dass die Schiedsrichter vor allem in Wien für die Wiener Vereine pfeifen? Nein, mit Sicherheit nicht. Also von dem gehe ich aus. Aber es ist halt so, dass natürlich bei großen Vereinen eher die Fahne unten bleibt, als wie sie in die Höhe geht. Denn man weiß genau, man hat den Druck der Zuseher im Rücken. Und so wie man jetzt da gesehen hat, das ist noch einmal für mich wirklich unverständlich, dass da die Fahne nicht in die Höhe gegangen ist. Ich erinnere mich an das Wiener Derby. Da hat sich die Wiener Austria benachteiligt gefühlt durch eine Linienrichter-Assistenten-Entscheidung. Damals ging es dann um 11 Meter für Rapid. Ja, Roland Linz war der Goldtorschütze.
Roland Linz hat das entscheidende 1:0 geschossen und war selbst ein wenig überrascht, dass das Tor gegeben worden ist. Du hast ihm sofort zum Schiedsrichterassistenten geschaut. Ja, das ist richtig. Ich war mir nicht sicher, ob ich im Abseits gestanden bin. Hab dann rausgeschaut und er hat es dann Gott sei Dank gleich gegeben. Und es war natürlich sehr, sehr wichtig für uns heute. Hand aufs Herz, haben Sie wirklich nicht gewusst, ob Sie im Abseits stehen oder haben Sie gewusst, Sie stehen im Abseits? Schauen wir mal, ob der Schiedsrichterassistent dieses Tor gibt. Nein, also mir ist vorgekommen, dass ich drinnen gestanden bin, aber als Stürmer denkt da nicht lange nach. Ich habe einfach versucht, das Tor zu machen und es war natürlich für uns sehr, sehr wichtig heute und das ist was zählt. Es war klares Abseits, war dieser Trefferspiel entscheidend, weil danach ist ja bei Sturm auch überhaupt nichts mehr gegangen. Waren die mit den Nerven auch komplett am Ende, vom Gefühl her als Gegenspieler? Natürlich war es sehr wichtig. Also ich glaube, erste Halbzeit hat Sturm sicherlich besser gespielt, war die bessere Mannschaft und haben einige gute Chancen gehabt. Aber ich glaube, zweite Halbzeit haben wir auch im Konter sehr gute Möglichkeiten gehabt. Wenn wir da vielleicht das 2:0 machen, ist das Spiel vorbei. Und für uns war es natürlich sehr, sehr wichtig, weil jetzt, glaube ich, sind wir 8 Punkte vorne und das wird sehr, sehr schwer werden, dass wir uns das noch nehmen lassen. Danke sehr. Wie wir gehört und natürlich auch gesehen haben, war also Sturm ja wirklich in der ersten Spielhälfte tonangebend, hatte die eindeutig besseren Chancen, hatte eigentlich Austria keine einzige Möglichkeit. Warum hat man nach diesem 0:1 wirklich jetzt nicht mehr vielleicht doch noch das, zumindest den Ausgleich erzielen können? Ja, die Nerven sind natürlich blank gelegen nach diesem Tor, aber man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, für das, dass Sturm Graz 300-400-prozentige Torschancen erste Halbzeit nicht ins Tor geschossen hat, für das können die Assistenten auch nichts und der Schiedsrichter auch nicht. Aber nach dem Abseitstor hat man natürlich gemerkt, dass Sturm aufgelöst war. Es waren dann kaum mehr gute Aktionen. Sie haderten dann mit ihrem Schicksal und so konnte Austria wieder